Okay. Er reinspaziert, kommt näher und spielt Zahlbautz. Roll den Ball, lass Ballons da platzen und erhalte ein paar klasse Preise. Die Preistrafel gibt die Preistrafel gibt Auskunft über alle Gewinner. Eine Runde kostet 3 Sonnenblumenkerne. Also, wie wär's? Okay, probieren wir es mal. Wir werden den Blumenwalzer noch nicht kriegen, weil ich noch nicht genau weiß, wie das hier zu funktionieren hat und was man von einer perfekten Reihe versteht. Aber mal gucken. Vielen Dank, wollt ihr wissen, wie gespielt wird? Ach, ich denke, das ist recht intuitiv, würde ich mal behaupten. Übrigens, wer wird spielen? Wenn du Bischu willst, spielt sie selbstständig. Nee, ich möchte es gerne selbst spielen und wir können ja mal Bijou dann spielen. Lass mal gucken, wie sich denn so ein NPC schlägt. Ja, auf geht's, Bautz. Ich hätte gern so einen Überraschungsballon. Oh, schade. Okay, toll gemacht. Ruh dich aus. Das Ergebnis ist zwar nicht berauschend, aber beim nächsten Mal läuft es bestimmt besser. Willst du nochmal spielen? Okay, die Geheimnisballons sind einfach irgendwelche random Dinger. Ach, da unten die Reihe. Das heißt, ich müsste eigentlich... Ich bräuchte jetzt noch eine 2. Sehe ich das richtig? Oder eine 1? Eine Reihe. Ah, okay, jetzt verstehe ich das Prinzip. Okay, das hatte ich da unten gar nicht gesehen. 3 Reihen jetzt. Schade, die 4 fehlt noch. Ah, okay. Du hast 6 Reihen erspielt. Du gewinnst 2 Eicheln. Ich möchte das gerne nochmal spielen. Das ist ja wie Bingo. Das ist ja lustig. Willst du nochmal spielen? Ja. Auf geht's, Bautz. Jetzt lass mich gerade mal gucken. Ich brauche eine 4, 9, 7, 2, 3. Okay, ich brauche eigentlich jede Zahl. Ah, das brauche ich noch eine 4 und eine 2. Das werde ich aber vermutlich eher nicht kriegen. Gucken wir einfach mal. Ich kann mir noch mal so ein... Ja gut, der bringt mir aber auch nichts. Jetzt brauche ich noch mal eine 4 und eine 2. Hm. Ah, du Sack, da war eine 2. Mit einer 4. Ja, wir warten jetzt gerade mal kurz. Ja, ich habe hier zum Glück keine Zeitbeschränkung. Okay, toll gemacht. Ruh dich aus. Du hast 8 Reihen erspielt. Wow, unglaublich. Eine perfekte Partie. Glückwunsch. Du gewinnst den Blumenwalzer. Gut gemacht. Okay, danke schön. Du erhältst Blumenwalzer. Ein Song zum Tanzen. Willst du nochmal spielen? Nee. Wir werden aber mal Bijou einfach spielen lassen. Denke ich. Ich hoffe, ich kann das jetzt nochmal aussuchen. Ja, ja, ja. Bautzen, rollen, zerplatzen lassen, Preise. Also, gewinn. Eine Runde. Bla. Wär's? Ja. Vielen Dank. Wollt ihr wissen, wie gespielt wird? Nee, das wissen wir. Jetzt hätte es mir vielleicht doch erklären lassen sollen, hätte ich es beim ersten Mal schon richtig gemacht. Aber es ist schon okay. Aber Bijou.
gucken, wie gut denn dieser NPC ist. Auf geht's, Bautz! Naja, immerhin hat sie eine Reihe geschafft. Okay, toll gemacht. Ruh dich aus. Du hast eine Reihe erspielt. Du gewinnst drei Sonnenblumenherne. Naja, sagen wir mal so, wir haben... Wir haben ein Gratisspiel gehabt. Leider nicht so gut, wie ich gehofft habe. Aber es wäre ja auch zu einfach, wenn ich einfach den PC spielen lassen könnte. Gut. Was haben wir denn hier für Preise? Ist das nicht doch der vom Strand? Warum sieht das aus, als hätte er unter dem Näschen eine Hitler-Schnotterbremse? Ha. Ein Stein. Zwei Steine. Eicheln. Steine. Fünf Steine. Also man kriegt doch Steine und Eicheln. Ich werde es trotzdem einfach mal machen. Kommt rein, Digi-Dugi-Du erwartet euch schon. Zeigt mir, wie gut ihr zusammenarbeitet. Und vielleicht tragt ihr einen wertvollen Preis mit nach Hause. Hört euch mit Preistafel schlau, was für cooles Zeug ihr gewinnen könnt. Wir können Steine gewinnen. Es kostet nur drei Sonnenblumenkerne, also spielt ihr? Hier entlang. Wie sieht's mit den Spielregeln aus? Wollt ihr sie hören? Ja, diesmal hören wir sonst vielleicht doch mal an. Also, los geht's. Hört zu, ihr könnt hier 9 Erdfäller sehen, ja? Ja, 9 Stück. 4 verschiedene Symbole sind vergraben. Ist das Peak? Nein, Peak ist das nebendran. Schaufel, Raute, Herz und Baum. Ich weiß gerade nicht, wie die Farben heißen. Es tut mir echt leid. Hat das Spiel angefangen, sucht einer von euch ein Erdfeld zum Digi-Dugi aus. Dann sucht der andere ein Feld aus und Digi-Dugi dort. Wenn ihr dieselben Symbole findet, dann habt ihr was echt Tolles gewonnen. Okay, das ist wie ein Memory. Die verschiedenen Symbole stehen für verschiedene Gewinner. Oh, diese Lampe dort drüben zeigt euch, wie oft ihr Digi-Dugi könnt. Also, verstanden? Ja. Okay, also spielen wir Memory. Und noch etwas. Zusätzlich zu den 4 Standardsymbolen gibt es ein Glückssymbol und einen Joker. Freut euch, wenn ihr eins findet. Das Glückssymbol heißt, du hast Glück. Es ergänzt sich mit jedem anderen Symbol zu einem Paar. Der Joker andererseits passt zu keinem anderen Symbol. Findet ihr ihn? Game over. Verstanden? Game over, man! Game over! Ich habe verstanden, aber das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich das spielen möchte, indem ich mir gerade die Nase putze. Moment. So, ich habe überlegt, während ich mir das Gehirn aus der Nase geschneuzt habe, und wir werden spielen. So, fertig, Digi-Dugi. Ich habe das gefunden. Okay. Ich gehe einfach mal da rein. Ich finde ein Herzchen. Okay. Das war leider nichts. Sie findet das wieder. Wir wissen ja, das ist hier. Sie findet das Herzchen. Das wissen wir auch, wo das ist.
Okay. Nimm einfach mal das hier. Ach, verdammt. Weiter so. Wie war's? Hat's Spaß gemacht? Mal sehen, ihr habt zwei Symbole gefunden. Dann verteile ich mal ein paar Gewinne. Das bringt zwei Steine. War das jetzt dieser komische Joker oder was? Ich dachte, wir könnten noch einmal spielen und zwei Dinger bringen zwei Eichen. Glückwunsch, gut gegraben. Also, wollt ihr es nochmal versuchen? Ach ja, warum nicht? Das war eigentlich ganz lustig. Wenn ich eigentlich dachte, wir können... Also wir können viermal, bin ich jetzt der Ansicht. Also, digidui. Wir hatten eins, zwei... Wir hatten, glaube ich, nur dreimal gedigidui. Ne, wir hatten viermal gedigidui. Nein, das ist okay. Ach, verdammt. Finde doch mal was, was wir schon mal gefunden haben, Mädchen. Okay, das heißt, ich hoffe, sie ist wenigstens so schlau, das dann zu erkennen. Verdammt, das war der Joker. Schade. So, wir kriegen... drei Steine. Ach komm, einmal machen wir noch. Ich bin in Zockerlaune. Weiß ich auch, warum man hier 50 Sonnenblumenkerne findet und wie man die Spiele hier zocken kann. Fertig, dicke Doggy. So, das Herzchen. Das Peak. Peak. Also Raute. Ist das Raute? Diamant. Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Glückstreffer. Noch mehr Steine für uns. Ach, schade. Herzchen. Weiter so. Wie war's? Hat Spaß gemacht. Bla bla. Ihr bekommt Preise. 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 Zwei Steine. Und ich glaube nochmal drei Steine. Ne? Was hat andere? Gut. Nö, jetzt erstmal nicht. Wir haben ja noch ein bisschen was zum Umgucken hier. Eure Sache. Wenn ihr eure Meinung ändert, kommt vorbei. Aber das heißt, wenn wir jetzt den... Gehen wir mal davon aus, dass der Blaue da wirklich der blaue Ranger ist und der Grüne wirklich der blühende Ranger war. Und hier haben wir den Roten, dann fehlt uns doch noch der Gelbe. Moment, welche Farben? Also normalerweise waren sie ja rosa. Ist dann der rosa... Moment, wir haben hier den... Hier, ne? Grün? Oh, wie süß. Oh, der schläft. Stimmt, der Rosa. Der Rosa Ranger. Gelb fehlt noch und der Rosa Ranger. Ist sie rosa? Also der Rosa? Mit dir rede ich mal noch nicht. Nee. Sie hat keine schwarzen Ohren. Die anderen haben alle schwarze Ohren. Ich glaube, mit denen hat man noch gar nicht gesprochen, ne? Mit dem Muffelkönig hier. Dann werden die defekten Attraktionen endlich repariert. Können wir den aufwecken? Du bist der gelbe Ranger, oder? Das hilft ja nicht wirklich was.
Der Wind weht den Duft vom Pommes frites her. Denke ich. Der gelbe, damit zu dem möchte ich hin. Also haben keine schwarzen Ohren, die haben braune Ohren. Oh, wie cool. Das wird die Ranger alle finden und irgendwie dann. Es fehlt aber immer noch. Den müssen wir mit ihm reden. Gibt's was? Oder wollt ihr über Grundzeug reden? Nee, eigentlich nicht. Können wir mit ihm vielleicht nochmal wegen seinem Portemonnaie reden? Nein, das wollte ich nicht. Nee. Was ist das denn? Das sieht so aus, als könnte man da. Da geht's noch weiter. Wen haben wir denn hier? Den Fritzi. Wie fürchterlich und wie fürchterlich unverglücklich. Ich verfüge ab jetzt über den Kontrollraum. Das Riesenrad. Meins, die Achterbahn. Meine. Ich verwandle sie alle in Anti-Attraktionen. Die Liebespärchen verzagen. Meins. Ja. Versucht nicht, mich aufzuhalten oder die Achterbahn schießt mit furchtbarem Tempo ins Verderben. Ja, keine Bewegung, kein Verrat, kein was auch immer. Okay. Das Werkzeug drin. Ach, Mann. Bitte, danke. Ihr wart eine große Hilfe. Wie furchtbar. Wir müssen ihn aufhalten. Du, hör sofort damit auf. Bäh. Hi. Was soll das? Versucht nicht, mich aufzuhalten, oder die Achterbahn fliegt mit furchtbarem Tempo ins Verderben. Fritz. Jetzt fehlt auch nach einem Wort hier schon wieder. Nein, ich kann nicht gut kämpfen. Überhaupt nicht gut. Moment, Hamomüll. Ihr zwei, findet bitte den Hamster mit dem Roboter und Theo nach ihm. Hamomüll kann sicher. Danke. Der Roboter wird in der Nähe des Haupteingangs. Oh Gott, die sehen so niedlich aus. Der Haupteingang ist getestet. Ich zähle auf euch. Hamomüll! Hey, ho!